Hi, wir sind Anja und Ilan. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht heute um unser Küchenpodest in unserem Tiny House. Das planen wir ja schon sehr lange. Und die Fassade wird gerade noch bearbeitet. Daher sind wir jetzt in unserem kleinen Zimmerchen hier oben. So wie damals. So wie damals, bevor das Tiny House überhaupt hier im Garten stand. Ja, das heißt, heute geht es um unser digitales Küchenpodest. Was haben wir uns gedacht bei der Konstruktion? Wir zeigen euch das heute, was wir entworfen haben in SketchUp und welches Gewicht wir ermitteln konnten, beziehungsweise was da so für ein Gewicht auf uns zukommt und warum wir uns überhaupt diese ganze Mühe machen. Warum die ganze Mühe? Oh ja, das wurden wir schon häufiger gefragt. Ganz einfach aus dem Grund, weil wir enorm auf das Gewicht achten müssen und wir von vornherein noch nicht jedes Detail geplant haben. Und es ist für uns total hilfreich gewesen, SketchUp kennenzulernen, auch wenn wir noch am Anfang stehen und das Programm wahrscheinlich noch viel mehr zu bieten hat. Aber somit konnten wir jetzt errechnen, wie kann die Konstruktion überhaupt unseres Podests ausschauen, klar. Aber auch mit welchen Materialien würden wir auf welches Gewicht kommen. Wie viel Verschnitt haben wir, ne? Ja, genau. Wir sind ja keine Handwerker, wir sind jetzt keine Profis, die das schon zum 80. Mal machen. Ja, wichtig für uns oder die Anforderung, die wir in unser Podest gestellt haben, ist, dass es natürlich in erster Linie stabil ist, aber auch leicht und viel Platz für Stauraum bietet, weil das wird unser Keller, Speicher, wie auch immer sein, wo einiges untergebracht werden muss. Okay, dann gehen wir jetzt mal ins Programm rein. Wir haben uns an dem Aufbau unseres Schlaflofts orientiert. Das heißt, ihr seht hier zwei Längsstreben, zwei lange Querstreben, die den Rahmen des Podests bilden und fünf kürzere Querstreben. Darunter sind insgesamt 28 Stützen, jeweils 7 in der Länge. Der Podestboden wird nicht aus einer einzigen Platte bestehen, sondern in der Mitte wird eine kleine Klappe integriert, damit wir auch an den hinteren Stauraum können, in dem die Schublade nur ein wenig ausgezogen wird. Ja, sonst müssten wir im Wohnbereich alles umstellen, um auch an den hinteren Stauraum zu gelangen. Hier kommt die Küchenzeile hin, geplant mit einer Tiefe von 60 cm. Auf der linken Seite seht ihr noch einen kleinen Anhang, der wird in der Tiefe des Ständerwerks gehen und mit dem großen Küchenfenster abschließen. Und auch nach vorne hin, also da, wo die Schubladenblenden sitzen, haben wir einen kleinen Überstand von 27 mm geplant, damit wir noch beispielsweise ein LED-Licht mit anbringen können oder integrieren können. Und die Bodenplatten sind alle nicht gleich groß. Und zwar ist wichtig, dass diese eben immer mit den Stützen abschließen, gerade auch für die Gewichtsverteilung. Und so sind die Bodenplatten eben nicht alle in der gleichen Größe. Wir haben uns übrigens entschieden, die Bodenplatten nicht in das Ständerwerk mit einzufassen, also so wie wir es beim Schlafloft getan haben, da die Ränder eh nicht sichtbar sein werden durch die Küchenzeile. Also das waren schon auch Überlegungen, wie wir uns ein bisschen Zeit sparen. Hier vorne seht ihr jetzt auch unsere drei Schubladen. Wir haben uns entschlossen, dass wir eben eine kleinere und zwei größere haben. Die kleine hier seht ihr auf der rechten Seite und die zwei gleich großen sind dann in der Mitte und links. Die wirken unterschiedlich groß, das ist aber ausschließlich die Front, die entsprechend dann auch mit den Rändern abschließen sollen. Damit die Fronten auch später nicht aneinander reiben beim Rein- und Rausschieben, aber trotzdem so eng wie möglich beieinander sind, haben wir uns überlegt, dass wir je 2 mm Platz lassen und hoffen damit, dass das natürlich dann reicht. Um die Maße der Schubladen zu ermitteln, haben wir den Zwischenraum der Stützen gemessen, also Innenseite zu Innenseite. Bei der linken Schublade ist es beispielsweise jetzt 720 mm und da haben wir dann jeweils 2 mm Puffer pro Seite abgezogen, sodass die eine Schublade in dem Fall dann 716 mm breit ist. Ob wir das Ganze in ein Schienensystem packen oder die Schublade auf Rollen führen wollen, das wissen wir noch nicht genau. Klar ist aber für uns, dass wir an der linken Schublade eine Form der Treppe integrieren wollen zum Podest. Wie die genau aussehen wird, wissen wir noch nicht, aber demnach haben wir einfach die dreifache Menge Holz der Front eingeplant, um ausreichend Puffer zu haben und hoffen dann damit hinzukommen. Natürlich gibt es dazu auch noch die passende Tabelle. Aufgeteilt haben wir diese in den Rahmen, den Podestrahmen und drei Schubladen.
Außerdem haben wir später dann das Gewicht für Paulownia und Fichte, also das waren unsere bisherigen Favoriten, ermittelt. Einfach um zu sehen, welcher Gewichtsunterschied entsteht. Und ja, Thema Gewicht ist natürlich für uns sehr wichtig. Und ja, in dieser Spalte ist das jeweilige Gewicht für jedes einzelne Element ermittelt. Und berechnet haben wir das Ganze mit der Formel Länge mal Breite mal Höhe mal Gewicht des Holzes. Diese Rechnung haben wir dann auch nochmal für die Fichte verwendet. Und das Ganze dann mit der Anzahl des Elements, also mit der Menge, multipliziert. Beispielsweise die Stützen. Spannend oder auch überraschend für uns war der Gewichtsunterschied zwischen Fichte und Paulownia. Wir sprechen bei dem Podest von knapp 52 Kilogramm zugunsten von Paulownia. Ja, so oder so kommen aber ja noch die Verbinder dazu. Ob das jetzt der Holzleim ist, die Schrauben oder ob wir auch ein paar Winkel brauchen, das wissen wir noch nicht. Mhm. Und auch die Schubladen brauchen ja noch ein entsprechendes Schienen- oder Rollensystem. Da kommt bestimmt hier und da noch ein bisschen was zusammen, noch oben drauf. Ja, und dann bezüglich des Rahmens, ne? Ja, wir hätten das ja auch nur aus Fichte bauen können oder den Rahmen aus Fichte und die Stützen aus Paulownia oder die Schubladen aus Paulownia. Wir haben uns jetzt einfach dafür entschieden, bei einem Material zu bleiben. Es war einfach eine Bauchentscheidung, denn von der Stabilität her hätten wir auf die Stützen in der Mitte bei Fichte auch verzichten können, wenn wir eben mit der leichten Durchbiegung der Balken zurechtkämen. Für uns war aber klar durch die Schubladen, wir wollen eh Stützen, alleine nur für die Führung. Mhm. Und ja, dann hat sich das so ergeben. Würden wir das Podest jetzt mit Fichte bauen, kämen wir auf ein Gewicht von knapp 150 Kilogramm. Mhm. Wenn wir es also rein mit Paulownia bauen, auf knapp 100 Kilo. Ja, wir wissen noch nicht genau, ob das wirklich dann mit den Schrauben so viel Sinn macht oder ob wir über ein Federnut-Verfahren vielleicht arbeiten, weil wir auch schon mal gelesen haben, dass wohl Schrauben in Paulownia nicht ganz so gut halten sollen wie beispielsweise bei Fichte. Und da sind wir natürlich auch ein bisschen verunsichert, ob es da nicht ältere oder andere Systeme gibt als nur mit Schrauben, wie vielleicht die Hölzer am besten miteinander verkanten oder auch stabil bleiben. Das werden wir sehen. Ja, wenn es gar nicht geht, dann müssen wir doch noch ein bisschen Fichte bestellen. Oder noch ein paar Winkel dranhauen. Ja, wir werden das ausprobieren. Es ist ja zum Glück nicht die Grundstabilität des Hauses. Da ist alles super und im Innenbereich werden wir halt ein bisschen experimentieren. Wo wir aber trotzdem überrascht waren, ist bei dem Gesamtgewicht allgemein des Podests, wenn wir noch nicht von der Küche an sich sprechen. Ja, die also 100 Kilo, wie gesagt. Also 100 Kilo, obwohl wir schon mit einem wirklich leichten Holz arbeiten. Vielleicht kann man es auch noch dünner dimensionieren, da kennen wir uns nicht aus, aber es ist nun mal noch der Bereich des Hauses, wo wir wirklich auch auf Stabilität achten wollen. Wir schauen mal, was draus wird und berichten natürlich, wie wir da vorankommen und wie sich das Holz so verarbeiten lässt. Und uns würde natürlich auch interessieren, ob euch diese Tipps mit der Konstruktion in SketchUp oder auch den Tabellen, wie wir das Gewicht ermitteln, ob das euch auch weiterbringt oder ob wir das vielleicht eher für uns einfach nur behalten sollen. Kommentiert das gerne. Wir machen das so oder so dann auch in Zukunft mit der Treppe und der Kommode weiter. Alleine nur, damit wir wissen, wie viel Holz brauchen wir, wie könnte die Konstruktion ausschauen. Hinterlasst es gerne in den Kommentaren. Ja. Abonniert unseren Kanal. Und tschüss. Tschüss.